Jubiläum zur Konfirmation. Hof feiert mit einem großen Festgottesdienst die silberne, goldene und eiserne Konfirmation und Markgrafenkirchen. Die älteste Glocke Oberfrankens hängt in St. Marien zum Gesäß. Zu unserer Mai-Sendung begrüße ich Sie hier aus dem wunderschönen Bamberg mit einem herzlichen Grüß Gott Oberfranken. Willkommen zum evangelischen Magazin bei TVO. Eines der größten Feste in der Jugend ist die Konfirmation. Sie markiert den Übergang vom Kind zum Erwachsenen. In der Blütezeit der Pubertät werden die Jugendlichen mit dem Segenszuspruch bestärkt und bekräftigen ihre Taufe mit dem eigenen Ja zu Gott. Doch was ist 50 oder 60 Jahre nach diesem Tag aus ihnen geworden? Bei der Jubelkonfirmation in Hof haben wir einige Konfirmanden von damals getroffen. Tut mir auf die schöne Pforte. Dieses Lied kennen viele Jubilare noch aus ihrer Konfirmandenzeit. Auch über ein halbes Jahrhundert später wird es am Anfang des Gottesdienstes gesungen. Der Festgottesdienst und ein geselliges Treffen am Vortag machen die Feierlichkeiten aus. Erstens einmal sieht man wieder Leute, mit denen man damals konfirmiert hat. Leider ist es in meinem Fall so, dass man keinen mehr erkennt so richtig, weil ich vor 50 Jahren weg bin vom Hof. Aber das ist ganz nett, man findet gleich einen Kontakt, man unterhält sich und das irgendwie ist das ein schönes Gefühl. Ich freue mich ganz, ganz arg, dass ich meine Konfirmation noch einmal durchfeiern darf. Und ich kann einfach Danke, Danke, Danke sagen. Danke, mein Herrgott. Drei Geistliche und 40 Jubelkonfirmanden begehen zusammen das Jubiläum. Wie bei einem Klassentreffen, nur mit einem viel breiteren Spektrum der Eingeladenen. Konfirmation 1993, 1968 oder sogar 1943. Es gibt ja sowas wie einen kirchlichen Biorhythmus. Das heißt, in welchem Alter gibt es welche Beziehung zur Kirche und zum Glauben? Und in der zweiten Lebenshälfte werden grundsätzliche Fragen des Lebens immer bedeutsamer. Und da ist es gut, Möglichkeiten zu bieten, darüber nachzudenken. Und die Jubelkonfirmation ist da ein ganz wichtiger Mosaikstein. Im Laufe der Jahre hat sich einiges verändert. Die Erinnerungen gehen zurück bis in das letzte Jahrhundert. Hof war noch eine graue Industriestadt, der Fotoapparat alles andere als digital und die Konfirmation. An die Geschenke, wenn ich mich erinnere, dann waren das 5 blaue oder rosa Hortensien. Es war was ganz Tolles. Ich glaube, wenn man das heute einer Konfirmandin schenken würde, die würde sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich damit machen soll. Aber für uns war das was ganz Besonderes. Und ansonsten waren die Geschenke, ich glaube, verglichen zu heute, sehr, sehr einfach. Ja, wir mussten damals alles auswendig lernen, ziemlich. Und man war natürlich aufgeregt, wie dann die Konfirmandenprüfung war vorher, dass man nicht irgendwie sich blamiert, dass man was nicht weiß. Aber das ist alles gut gegangen. Dann denke ich, wir hatten die Feier auch viel ernster genommen. Wir hatten ja den Präparanten- und Konfirmandenunterricht und das war einfach für uns etwas anders als heute. Wir sind nicht von zu viel Äußerlichkeiten abgelenkt worden. Doch nicht nur die betagten Konfirmanden freuen sich über dieses Fest. Im Gottesdienst predigt Pfarrer in Ruhe Heinz Schuster. 8 Jahre lang war er in Hof tätig, jetzt trifft er seine alten Konfirmanden von damals wieder. Ich erlebe es eigentlich mit großer Dankbarkeit. Einmal, dass man so alt werden darf und dass ich mit 80 auch noch predigen darf. Auch die goldenen Konfirmanden haben gesagt, sie sind einfach dankbar für ihr Leben, für alle Geschenke des Lebens. Ich bin schon der Meinung, dass es eine große Gnade ist, wenn man alt werden darf. Auch die ehemaligen Schützlinge sind dankbar, ihren Pfarrer von damals zu treffen. Mit einer menschlichen Wärme, mit dem Verständnis für Jugendliche. Das hat mich sehr geprägt eigentlich, seine Art Konfirmandenunterricht zu gestalten. Pfarrer Schuster war die eine Person, die andere war der Bruder Franz von der Christusbruderschaft, der ab und zu mal da war oder vertreten hat. Und diese beiden Menschen haben eigentlich so eine Richtung in meinem Leben vorgeprägt. Der Rückblick auf wichtige Weichenstellungen im Leben, aber auch die persönliche Beziehung zur Kirche, das bewegt auch die älteste Jubilarin. Ich bin am 2.3. geboren und später bin ich hier getauft worden. Und die Kirche liebe ich über alles. Ich war nicht weit weg gewohnt von der Kirche. Am liebsten hätte ich da drin geschlafen. Ich habe drin gesungen, ich habe Hochzeit gehabt, konfirmiert, alles. Und die Kirche liebe ich über alles. Und darum bin ich auch heute noch einmal da.
Nach der goldenen, eisernen und Gnadenkonfirmation ist sie eine der wenigen, die überhaupt Kronjuwelenkonfirmation feiern kann. Diejenigen, die an dieser Gedächtnisfeier zur Konfirmation teilnehmen, sind nicht unbedingt klassische Kirchgänger, sondern da ist der punktuelle Kontakt da. Und das ist wichtig, dass sie merken, der Glaube hat was mit meinem Leben zu tun. Und das ist nicht etwas, was Fremdes, was irgendwie ein Dogma. Aber wenn sie dann merken, die biblische Botschaft spricht in meine Situation hinein, gibt mir Orientierung, gibt mir Trost, ich kann Hoffnung draus schöpfen, ich kann Kraft draus schöpfen, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Konfirmation, diese Feier ist auch in ihrer Jubiläumsausgabe die Bekräftigung des eigenen Glaubens und eine Stärkung für alle Abende und Morgen des Lebens. Jetzt hat es uns an die Staatsanwaltschaft verschlagen, genauer gesagt zum Generalstaatsanwalt Thomas Janowski. Und das hat einen guten Grund, denn auch Sie, Herr Janowski, haben in diesem Jahr 50 Jahre Konfirmation. Welche Erinnerungen haben Sie denn an damals? Zu meiner Zeit war das eine zweijährige Vorbereitungszeit, ein Jahr Präparanten, ein Jahr Konfirmandenunterricht. Und das Ganze ist heute doch sehr, vielleicht zu sehr auf ein knappes Jahr eingedampft worden. Die Kirchengemeinden sind ja oft froh, wenn die Kinder überhaupt als Konfirmanden angemeldet sind und wenigstens ein paar Mal regelmäßig kommen. So bei der Überlegung, was mir so einfällt, ist mir Dekan Wittmann eingefallen in Hof, der damals den Unterricht gehalten hat, der für uns zuständig war. Und so eine etwas seltsame Erinnerung ist, dass wir kleine Heiligenbildchen geschenkt bekamen als positive Verstärker, wenn etwas gut gemacht wurde. Heilige, das war für mich eher etwas Katholisches und nichts Evangelisches. Wie wurde denn das Fest damals gefeiert? Man bekam zwei Anzüge, einen etwas helleren für den Beichtgottesdienst am Samstag und einen dunklen für den eigentlichen Konfirmationsgottesdienst. Das Ganze war ein großes Familienfest, man bekam auch schöne Sachen geschenkt. Ich erinnere mich an eine Armbanduhr, Goldfarben oder Gold, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und man ist dann, es war damals ja üblich, schön zum Essen gegangen für die älteren Hofer und unseren Zuschauern in die Fauna und haben dort schön auf Mittag gegessen. In der Zeit vor der Konfirmation werden ja verschiedene Inhalte des christlichen Glaubens vermittelt. Gibt es etwas, was Sie seit dieser Zeit bis heute begleitet? Es war an sich so, dass von der Erinnerung her durch den Konfirmandenunterricht, mehr noch vielleicht sogar als durch den Religionsunterricht in der Schule, ein grundlegendes Verständnis christlichen Glaubens vermittelt wurde. Jetzt sind Sie seit 5 Jahren als Generalstaatsanwalt in Bamberg tätig, waren vorher leitender Oberstaatsanwalt in Bayreuth. Wie wirkt sich denn Ihr Glaube auf Ihren Beruf aus? Ich meine, dass ein grundlegender Glaube mit vermittelten Werten, einem gefestigten Werteverständnis auch wichtig ist, um im Beruf richtig und auch gerecht zu entscheiden. Das gilt nicht nur für Staatsanwälte, das gilt generell für Führungskräfte. Gott wird ja an verschiedenen Stellen der Bibel als Richter beschrieben. Wie schätzen Sie denn die Bedeutung eines rechtsprechenden Gottes für unsere heutige Zeit ein? Göttliche Gerechtigkeit und weltliche Gerechtigkeit sind unterschiedlich. Gott ist hierbei für mich weniger der strafende Gott des Alten Testaments. Es ist der tröstende Gott, der auch denjenigen, der gefehlt hat, der eine Straftat begangen hat, in für ihn dunkler Zeit an die Hand nimmt und vielleicht auf den rechten Weg zurückführt. Die weltliche Gerechtigkeit, da geht es mehr um Schuldausgleich, es geht um Prävention, Spezial- und Generalprävention, also zu verhindern, dass der Täter eine neue oder vergleichbare Tat begeht. Was haben Sie denn gedacht, als Sie die Einladung zur goldenen Konfirmation bekommen haben? An Sie nur einen Satz: Ist das lang her? Warum war es Ihnen tatsächlich so wichtig, bei diesem Jubiläum auch selbst mit dabei zu sein? Es ist Erinnerung. Erinnerung an eine Zeit vor 50 Jahren, in der sich viel geändert hat. Nicht nur, dass man älter geworden ist. Es ist auch in gewisser Weise
eine Bestätigung, eine Erneuerung des Glaubens. Worauf haben Sie sich am meisten gefreut? Einfach nach 50 Jahren wieder, aber auch noch immer dabei sein zu dürfen. Dann sage ich auch schon mal Danke, dass wir dabei sein durften und weiterhin alles Gute. Ja, liebe Zuschauer, auch in der St. Marienkirche in Gesäß wird jedes Jahr die Jubelkonfirmation gefeiert, dort allerdings am Sonntag Jubilate. In der Reihe der schönsten Markgrafenkirchen Oberfrankens darf auch die Kirche auf dem nordwestlichen Bergsporn des Sophienbergs nicht fehlen. Denn neben ihrem lebensgroßen Taufengel erwartet den Besucher manch historische Überraschung. Er zieht alle Blicke auf sich. Der Taufengel ist auch gleichzeitig das prominenteste Kunstwerk aus der Markgrafenzeit in St. Marien auf dem Berg über Gesäß. Doch die Kirche bietet noch viele weitere Fundstücke. Sie reichen weit über das 16. Jahrhundert zurück in die Vergangenheit. Das ist eine alte Wallfahrtskirche, eine Marienkirche, also aus vorreformatorischer Zeit, aus dem Jahr 1441 so in der heutigen Gestalt, die dann in der Markgrafenzeit nochmal komplett umgearbeitet wurde. Das gräfliche Wappen und die eingezogenen Emporen sind ein Zeichen dafür. Aus der Zeit der Wallfahrten im Mittelalter stammt dieser Stein. Ursprünglich stand er unten im Dorf am Wallfahrtsweg. Seit 2009 ist er in das Kunstwerk mit dem Namen Handwerk eingebettet. Doch er ist nicht das einzige Urgestein in der Kirche. Wir haben hier in Gesäß zwei uralte Glocken. Hier schlägt bis zum heutigen Tag die älteste Glocke Oberfrankens. Die stammt aus dem Jahr 1306. Das ist überhaupt das älteste Dokument hier, was wir in Gesäß haben. Es ist kein Schriftstück, sondern es ist eine Glocke. Und die läutet bis zum heutigen Tag bei Beerdigungen. Das ist unsere Beerdigungsglocke. Sie hat auch so einen ganz jenseitigen Klang. Das ist ganz, ja, ich kriege da immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich die höre. Und wir haben noch eine andere Glocke, die hat im letzten Jahr, also zum großen Reformationsjubiläum, ja, da haben wir auch Jubiläum gefeiert, aber ein 100 Jahre älteres, nämlich diese Glocke läutet seit 600 Jahren in dieser Kirche. Vor 9 Jahren wurde hier unser Kirchturm von Grund auf saniert und da wurden auch die Glocken mal stillgelegt. Und gerade diese 600-jährige Glocke, deren Krone im Laufe der Jahrhunderte abgebrochen war, die wurde wiederhergestellt, saniert und eine neue Krone aufgesetzt, mit einer neuen Glockenhaube, mit einer Krone drauf. Und ein ganz junger Glockenbauer, der war so fasziniert von dem Klang dieser Glocke, der hat sie gleich mit einer Stradivari-Geige verglichen, so dass ich dann scherzhaft immer sage, wir haben unsere Stradivari oben auf dem Kirchturm, weil sie so einen reinen, klaren Klang hat, diese Glocke. Die alte spätgotische Kirche wurde dann in der Markgrafenzeit den damaligen Bedürfnissen angepasst. Also sprich, man hat natürlich vor allem dann Bänke eingebaut, man hat Emporen eingebaut, weil die Predigten der Barockprediger immer länger wurde. Das hat man im Stehen nicht mehr ausgehalten. Die Leute mussten sich dann schon auch mal hinsetzen. Und so aus dieser Zeit von 1673 stammt auch dieser ganz besondere Himmelfahrtsaltar hier in dieser Kirche mit seinem eindrücklichen theologischen Programm. St. Marien zum Gesäß, so wird die evangelische Kirche auf dem Berg von den Einwohnern genannt, weil Maria nach einer alten Ortslegende über das Gebirge gekommen ist und diesen Ort hier so lieblich fand, dass sie sich hier tatsächlich niedergesetzt hat und sich hier sehr wohlgefühlt hat. Und daraufhin war das eben jahrhundertelang tatsächlich auch eine Marienwallfahrtsstätte mit einer bedeutenden großen Kirche hier oben auf dem Berg. Nicht nur die Markgrafen und der Taufengel machen St. Marien zum Gesäß zu einem ganz einzigartigen Ort. Die Geschichten und Fundstücke um diese Kirche laden dazu ein, hier länger zu verweilen. Lieder, Lachen, Lobgesänge, Introitus, Interruptus. Unter diesem Motto ist der bekannte fränkische Komödiant Volker Heißmann am 8. Juni um 19 Uhr in der Erlöserkirche Bayreuth-Altstadt zu Gast. Ein Abend zum Lachen und Nachdenken mit Musik, Liedern und Erzählungen. Und auch Grüß Gott Oberfranken dreht sich in der kommenden Sendung ganz um das Thema Humor und Glaube. Wie sich Lachen und Kirche vertragen, sehen Sie am 27. Juni hier bei TVO. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine gesegnete Zeit.